Nur keine Umstände. Neuankömmlinge erwarten die Poncesi gleich in ihrer guten Stube. Es ist früher Abend. Genau die richtige Zeit, um im Bilderbuchhafen Ponzaporto sofort einzutauchen in das typisch italienische Dolce Vita. Was für eine Atmosphäre. Der Anreisetag ist sogleich vergessen. So schnell stellt sich das Gefühl von Urlaub ein. Traumhafter kann die Kulisse kaum sein. Dennoch vernimmt man nur die italienische Sprache. Es gibt tatsächlich ein Stück Italien, das in Deutschland noch nahezu unbekannt ist. Auch in den Gassen der Altstadt hat man den Eindruck, als wolle Italien auf Ponza all seine touristischen Klischees versammeln. Selbst jenes, dass Shoppen teuer werden kann. Immerhin muss alles mit der Fähre her transportiert werden. An Frühlingsabenden wie diesem Ende Mai kann es zwar noch kühl sein, egal, spät wird es trotzdem. Am nächsten Tag eröffnet sich uns dann die ganze landschaftliche Schönheit der Insel. Die Blütenpracht und der Duft nach Ginster sind schon fast überwältigend. Ebenso die überraschenden Ausblicke. Ponza ist nur etwa 8 Kilometer lang und maximal 1,8 Kilometer breit. Außer dem Hauptort Ponza gibt es nur noch das Dorf Le Forna. Jetzt sind wir froh, dass noch kein heißer Sommer ist. Es macht Spaß, die Insel zu Fuß zu erkunden. Es geht allerdings ständig bergauf und bergab. Man muss schon halbwegs fit sein. Doch Ponza kennt seine Reize und weiß die Wanderer immer wieder großzügig zu entlohnen. Doch was wäre solch eine Insel ohne Orte zum Ausruhen oder Faulenzen? Manchmal sind sie steinig oder wie diese Bucht eher schwierig zu erreichen. Aber es gibt auch Strände aus Sand oder Kies, wie zum Beispiel die Spiaggia di Frontone. Hierher kommt man auch mit Pendelbooten ab Ponza Porto. Mettetevi in fila, Presidente! Presidente, io prossimo anno mi licenzio. Am Strand Sant'Antonio direkt in Ponza Porto steigt heute ein Kinderfest. Ein Wettrennen mit selbstgebastelten Booten. Für manches Gefährt entwickelt sich die Jungfernfahrt zu einem Abenteuer. Das Stuhlboot dieser beiden Freundinnen heißt H2O, ist aber eher wasserscheu. Hiermit konnte man dagegen schon fast die Welt umsegeln. Da waren wohl Bastelfreaks am Werk. Wir haben versucht, mit dem Stuhl durchs Wasser zu warten. Das hat auch geklappt. Aber dann sagte Cesare, wir müssten damit schwimmen. Also haben wir uns auf den Stuhl gesetzt, sind aber gleich wieder umgekippt. Macht nichts. Nimmt man nicht fast alles leicht, wenn man an einem solchen Ort lebt? Ponza hat keinen Flughafen. Man erreicht die Insel nur mit dem Schiff. Zunächst fliegt man nach Neapel und fährt dann eine Stunde zum Hafen von Formia. Der Transfer kann unter Golfo Service at Tiscali IT gebucht werden und kostet 150 Euro pro Strecke. Die Fahrt mit dem Schnellboot dauert ebenfalls rund eine Stunde und kostet ca. 30 Euro pro Person. Der Transfer wird auch vom Reiseveranstalter organisiert. Die etwas umständliche Anreise zeigt, dass Ponza kein klassisches Pauschalreiseziel ist, sondern eher etwas für Individualisten. Beste Reisezeit ist Mai und Juni oder September und Oktober. Kaum ein Haus auf Ponza, das nicht ein Hotel ist oder Privatunterkünfte anbietet. Im Sommer kommen Hunderttausende italienische Touristen. Dann platzt die Insel aus allen Nähten. In der Nebensaison dagegen ist es ruhig. Dann hat man mit seinem Mietauto die einzige Inselstraße fast für sich alleine. Buongiorno.
Auch die Hotels und Restaurants sind nicht überfüllt. In Deutschland sind die Ponzianischen Inseln noch ein Geheimtipp. Die Hauptinsel Ponza wird bisher nur von einem Reiseveranstalter angeboten, von FTI Froschtouristik in München. Im 4-Sterne-Hotel Villa Il Gabbiano kostet eine Woche Übernachtung mit Frühstück ab 371 Euro pro Person im Doppelzimmer. Spektakulär auch die Lage dieses Hotels. Die Bucht und die Anlage heißen Chiaia di Luna. Eine Woche Übernachtung mit Frühstück kosten in dem 4-Sterne-Haus ab 517 Euro pro Person im Doppelzimmer. Die Flüge nach Neapel und zurück kommen extra dazu, zum jeweils tagesaktuellen Preis. Ein Grund, nach Ponza zu fahren, ist die gute Küche. Abends kommen die Boote mit den Meeresfrüchten herein. Die Fischer haben sich in einer Kooperative zusammengeschlossen. Ihr Laden ist Treffpunkt der Hobby- und Profiköche. Zumindest von Letzteren wissen wir, dass es einige sehr gute auf der Insel gibt. Eigentlich kein Wunder bei dieser Auswahl. Dass das Meer rings um die Ponzianischen Inseln so fischreich ist, hat seinen Grund. Das Wasser ist sehr sauber. Ein Dorado auch für Taucher. Wer richtig auf Tauchgang geht, der kann Thunfisch sehen, aber auch Sarago, Corvina, Muränen, Tintenfisch. Man hat als Taucher einen tollen Blick auf den Meeresboden. Es gibt auch viele Unterwassergrotten und antike Überreste zu entdecken. Von März bis November ist Saison. Dann kann man zum Beispiel dieses Wrack entdecken. Ein amerikanisches Kriegsschiff, das im Februar 1944 gesunken ist. Wir sind wieder aufgetaucht und jetzt viele Serpentinen und Treppenstufen über dem Meer. Und das nicht nur, um den Blick auf den Ort Le Forna im Norden von Ponza zu genießen. Hier wird ganz entspannt Keramik bemalt. Die Gefäße wurden professionell hergestellt, doch die Farben und Muster tragen Urlauber auf. Sie nehmen an einem dreitägigen Kurs mit Nora Röcker teil und wohnen auch gleich bei ihr. Wer einen 5-tägigen Kurs bucht, kann auch die Vasen oder Teller selbst machen, unter fachkundiger Anleitung natürlich. Du sollst immer wieder rühren. Ja. Weil plump geht. Es geht zu schnell. Kreativ sein in entspannter Atmosphäre. Wo geht das besser als hier? Selbst die Toten ruhen auf Ponza einmalig schön. Die Stille wird nur durch das Brummen der Schiffsmotoren unterbrochen. An der Punta della Madonna kommt man ganz nah an die steil abfallenden Felsen heran. Der Tuffstein leuchtet in vielen Farben. Die Ponzianischen Inseln sind vulkanisch entstanden. Noch besser erschließt sich die felsige Küste während einer Inselrundfahrt. Dann kann man auch in die Grotten und unterirdischen Gänge der Römer hineinschauen, die hier Wasserbecken anlegten und Muränen züchteten. Es ist faszinierend, an den vielfarbigen Felsformationen vorbeizutuckern. Immer wieder öffnet sich der Blick auf Buchten und Grotten. Schippert das Boot an Felsvorsprüngen entlang oder auch hindurch. Das geübte Auge kann sehr unterschiedliches vulkanisches Gestein ausmachen, zum Beispiel Tuff oder Trachyt. Wir belassen es nicht bei einer Rundfahrt um die Insel Ponza, sondern machen auch noch einen Abstecher auf die Nachbarinsel Palmarola. Von den Ponzianischen Inseln liegt sie Ponza am nächsten. Antonio Aversano kommt mit seinem Boot gerade im Frühjahr und Herbst oft nach Palmarola.
Nicht nur, weil die Insel wilder und ursprünglicher ist als Ponza. Er liebt sie besonders, weil sie seine Heimat ist. Ich selbst stamme von Palmarola und habe meine Kindheit hier verbracht. Meine Eltern hatten ein Stück Land. Wir wohnten in einem Höhlenhaus und sie haben Gemüse und etwas Wein angebaut. Ich half ihnen immer bei der Arbeit. In den 70er Jahren sind alle weggezogen von der Insel und sie wurde sich selbst überlassen. Erstaunlich auch hier.